Hallo und herzlich willkommen zur 5. Episode des Manipods. Alle heißt alle. Der Titel. Massimo, woher kommt dieser Slogan? Der kommt von der libanesischen Protestbewegung, die seit letztem Jahr im Oktober sehr stark geworden ist und jetzt nochmal mit der Explosion, mit der Katastrophe in Libanon, in Beirut, im Hafen nochmal eine ganz neue Bedeutung auch gewonnen hat. Genau, wir haben uns zwei Gäste eingeladen, um uns mit dem Thema zu befassen. Und zwar Miriam und Till. Miriam Younes ist die Büroleiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Beirut und Till Köster arbeitet für Medico International in Frankfurt. Mein Name ist Vincent. Und mein Name ist Massimo. Hallo Till, möchtest du dich kurz vorstellen? Wer ist Medico International und was ist deine Rolle da? Ja, sehr gerne. Medico International ist eine Hilf- und Menschenrechtsorganisation, die mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir arbeiten momentan in knapp 30 Ländern weltweit, vor allem Ländern des sogenannten globalen Südens und unterstützen dort lokale Partner, Partnerinnen, Partnerorganisationen im Kampf um das Recht auf Gesundheit, aber eben halt auch im Rahmen verschiedener Hilfsprojekte, ganz breites Spektrum an Tätigkeiten und Initiativen, die wir unterstützen. Und Libanon ist halt ein Land, in dem wir seit 1981 aktiv sind. Und ist jetzt in den letzten Jahren zunehmend auch wichtiger und zentraler geworden in unserer gesamten Arbeit. Genau. Wir vom Manipod haben hier normalerweise eben die Themen Rassismus, Migration, Einwanderung, Gesellschaft der vielen zum Thema. Bisher eigentlich wenig ausländische Themen, aber wir denken eben auch, wenn man sich jetzt die ganzen Proteste anschaut und auch nochmal jetzt, was jetzt nach der Explosion passiert ist, dass das eigentlich auch nochmal eine interessante Perspektive ist, das nochmal aus einer antirassistischen oder migrationspolitischen Perspektive zu betrachten. Also Macron war jetzt nochmal dort gewesen im Libanon, will immer Reformen ankündigen. Katja Maurer von euch hat ja auch einen interessanten Artikel geschrieben zum kolonialen Gestus eigentlich jetzt dieser ganzen Hilfspakete und dass eigentlich Reformen im Grunde genommen vor allen Dingen aus europäischer Perspektive meint, dass jetzt hier in Europa die Leute Angst haben oder die Regierung, dass jetzt eine wahnsinnige neue Flüchtlingswelle, sogenannte, sozusagen jetzt einsetzt, dass jetzt eben viele Leute aus dem Libanon einfach raus wollen und nach Europa wollen und dass das verhindert werden soll. Vielleicht kannst du dazu nochmal was dazu sagen und auch nochmal vielleicht zur Rolle eigentlich jetzt auch der Migranten und Migrantinnen im Land. Also es gibt ja da dieses sogenannte Kafala-System in Libanon, 300.000 ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter sind dort und die wollen weg, also so habe ich das der Presse entnommen, die wollen da jetzt nur raus, es sind sklavenähnliche Zustände und die sind jetzt sehr stark auch in dieser ganzen zivilgesellschaftlichen Reaktion eigentlich auf die Explosion auch involviert. Kannst du nochmal zu diesem ganzen Komplex vielleicht nochmal was ausführen? Ja, ich versuche. Also zunächst mal vielleicht mit Macron und ja auch der Frage, warum nach dieser Explosion jetzt ganz plötzlich der Libanon sozusagen ins internationale Geschehen und internationale Politik sozusagen ja zurückgekommen ist. Das kam jetzt schon sehr überraschend, weil es eben ja nicht nur um diese Explosion eigentlich geht, sondern um die Entwicklung der letzten Jahre in diesem Land. Und die war schon vorher sehr schlecht und sehr negativ und sehr krisenhaft. Natürlich hat diese Explosion da jetzt nochmal das i-Tüpfchen draufgesetzt. Aber die Frage ist ja schon, warum kommen ausgerechnet jetzt viele Staatsmänner wie Macron, aber auch Heiko Maas, die Arabische Liga war komplett präsent vor Ort. Also auf einmal sind alle wieder da. Und natürlich ist das alles interessensgeleitet. Es ist ja jetzt schon angeklungen worden. Es gibt 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge im Libanon, wo auch alle froh sind, dass sie eher schlecht als recht im Libanon versorgt werden durch internationale Hilfsprogramme und nicht irgendwie ja, gezwungen sind, weiterzugehen. Und ich denke, auch da ist sozusagen auch das große Interesse jetzt in der jetzigen Situation, der Ruf nach Stabilität auf der einen Seite, beim gleichzeitigen ja, Dringen nach Reform und einem neuen politischen Pakt auf der anderen Seite ist ja eigentlich total widersprüchlich. Aber ich denke mal, genau beides ist gewünscht, dass man zum einen das Land so stabil hält, dass es eben nicht zu einer neuen Flüchtlingswelle kommt, und zum anderen aber ja, die Verhältnisse vielleicht in ja, kleinen Schritten so ändert, dass man ja
irgendwie den Forderungen der Leute im Libanon selbst vielleicht nach außen hin gerecht werden kann. Das ist natürlich alles total selektiv. Also Macron war ja zum Beispiel auch überhaupt nicht einmal in Algerien, obwohl dort auch seit über einem Jahr die Leute auf der Straße sind und gegen Korruption protestieren. Ist aber jetzt sehr aktiv im Libanon auf einmal. Und was zum Beispiel überhaupt nicht zur Sprache kommt, auch seitens internationaler Hilfe, ist eben die Situation von ganz vielen anderen Menschen in diesem Land. Du hast die Migrantinnen aus Afrika und Asien angesprochen. Es geht hier um mehrere hunderttausend Menschen, die quasi obdachlos und ohne Geld auf den Straßen jetzt gelandet sind, die illegal angeworben wurden im Libanon aus verschiedenen Ländern, um halt billige Arbeitskräfte zu sein. Und jetzt spätestens auch mit dieser Explosion quasi da aus diesem System rausgeworfen sind und eigentlich nur noch nach Hause wollen. Über die spricht irgendwie niemand. So nennen wir jetzt an der Stelle vielleicht auch nochmal die palästinensischen Flüchtlinge, die seit 70 Jahren in verschiedenen Lagern, Slums im Land sich aufhalten, ohne wirklich rechtlichen Status, ohne Staatsbürgerschaft im Libanon und deren Perspektive jetzt auch alles weitere mehr als unklar ist. Weil was passiert ist, man hat so eine Intervention von außen auf einmal, die aber natürlich gar nicht sozusagen sich das Gesamtgeschehen anguckt und die sehr selektiv jetzt auch sozusagen eine Antwort sucht auf die Folgen dieser Explosion, wobei ganz andere Krisen im Land vielleicht viel fataler sind und aus Sicht der Hilfe vielleicht auch viel notwendiger wären, Unterstützung und Intervention zu erhalten. Du warst ja vor zwei Wochen mit einem Kollegen, mit dem Kollegen Mario Neumer von Medico International in Beirut im Libanon. Warum seid ihr da eigentlich hingeflogen? Da sind ja jetzt viele Organisationen hingefahren. Warum seid ihr da jetzt auch hingefahren? Na, wir hatten den Eindruck, dass natürlich gibt es zum einen jetzt diese Katastrophe, die sich ja am 4. August ereignet hat, die natürlich, also ist ja die eine der größten je gemessenen nicht-nuklearen Explosionen, die von Menschen verursacht wurde, die sich da mitten in der Stadt ereignet hat. Das heißt, das Ereignis an sich war natürlich schon mal irgendwie so massiv und so, so großen Auswirkungen. Und mitten in einer Stadt, in der wir mit ganz vielen verschiedenen Partnerinnen und Partnern halt auch schon ganz lange arbeiten. Und zum anderen hatten wir relativ schnell den Eindruck, dass es ja nicht nur jetzt um die Explosion an sich geht, sondern diese Explosion trifft dieses Land in einem historischen Moment, in einer Phase politischer Unruhen, massiven wirtschaftlichen Krise und des Corona-Lockdowns, sodass uns eigentlich relativ schnell klar war, diese Explosion bedeutet mehr als jetzt, man muss jetzt gucken, wie man die Stadt wieder aufbaut. Sondern wird natürlich die nächsten Monate und Jahre die Entwicklung im Land massiv beschleunigen und beeinflussen. Ich möchte aber nochmal nachhaken, aber man kennt das ja total gut. Irgendwo passiert eine Katastrophe, sofort gehen die sogenannten die Hilfsorganisationen hin und helfen. Und Medico International hat ja ein bisschen eine andere Rolle und jetzt seid ihr jetzt auch dahin gefahren. Was unterscheidet euch von der Arbeit jetzt, also von anderen Hilfsorganisationen? Es gibt ja auch kritische Artikel darüber, was jetzt diese internationale Hilfe angeht, dass das ja auch problematisch ist. Also was macht ihr da anders und was ist das Spezifische und wie siehst du eigentlich jetzt diese ganzen Hilfsprogramme, alle, die jetzt dahin fahren und helfen wollen? Der Ansatz von Medico ist, dass wir halt eigentlich nie selbst sozusagen Projekte umsetzen, sondern immer nur Organisationen in den jeweiligen Ländern, also auch im Libanon, quasi unterstützen und betreuen und begleiten in ihrer Arbeit, in ihrer Hilfsarbeit, in ihrer politischen Arbeit, in ihrem Kampf vor Ort. Das heißt, es war jetzt auch im Libanon so, dass unsere Partnerinnen und Partner eigentlich auch schon am Abend der Explosion direkt aktiv geworden sind. Es gab jetzt gar nicht von uns aus die Notwendigkeit zu sagen, damit Medico was tun kann, müssen wir hinfahren, weil unsere Partnerinnen schon längst vor Ort aktiv sind. Aber es ging natürlich darum zu gucken, was ist eigentlich genau passiert und was bedeutet das auch für die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Wer ist das denn, wenn ich fragen darf? Wer sind eure Partnerorganisationen? Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben ein sehr großes Gesundheitsprojekt zusammen mit der Organisation AMEL. Das ist eine Gesundheitsorganisation, die seit dem libanesischen Bürgerkrieg mit 25 Gesundheitszentren und mobilen Kliniken im ganzen Land das Recht auf Gesundheit eintritt und Leute halt auch medizinisch versorgt, die sozusagen aus dem staatlichen System rausfallen. Das eine ist auch ein Projekt, das in Beirut aktiv ist und
jetzt auch mit mobilen Kliniken, zum Beispiel in Quarantäne am Hafen im Einsatz ist. Wir arbeiten mit palästinensischen Organisationen in Flüchtlingslagern zusammen, die Jugendarbeit machen, die Frauen unterstützen. Wir unterstützen Arbeit zur Erinnerung und zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Wir unterstützen kritische Journalistinnen, die Protestbewegung seit einem Jahr sozusagen auch redaktionell betreuen und begleiten und allgemeine politische Themen fragen und Punkte dieser Protestbewegung aber auch in Libanon allgemein aufgreifen. Ja, das ist so ein kleiner Ausschnitt. Okay, du hast nach der Explosion das Krankenhaus im Hafenviertel in Hafenviertel Quarantina besucht. Könntest du uns von deinen Eindrücken dort berichten? Ja, gerne. Generell war diese Stimmung in der Stadt eine Woche nach dieser Explosion schwer zu beschreiben. Es gab auf der einen Seite diesen Moment des Schocks, der immer noch klar spürbar war. Also diese Explosion war so heftig, dass quasi alle Menschen in der Stadt irgendwie direkt betroffen waren, beziehungsweise ja, es gab halt auch dieses eine Thema. Die Zerstörung war irgendwie auch total chaotisch und war an ganz vielen verschiedenen Orten in der Stadt immer wieder auch sichtbar mit kaputten Scheiben, fast eingestürzten Häusern, auch weit entfernt vom Hafen, wo man es gar nicht vermutet hätte. Und Quarantina selbst ist, wenn man so will, das Viertel in Beirut, was am nächsten am Hafen selbst liegt. Und ein ganz spezielles Viertel, Arbeiterviertel, die Leute, die dort informell illegal leben, ein großer Fleischbetrieb und eine große Mülldeponie. Und das war so ein bisschen charakterisierend so in den letzten Jahren, wer da sich sozusagen auch angesiedelt hatte. Und wir sind dort am zweiten Tag unserer Reise nach Quarantina gegangen, weil auch unsere lokalen Partner vor Ort mit verschiedenen Sachen aktiv waren. Und waren eben unter anderem in diesem Krankenhaus, im zentralen Krankenhaus in Quarantina. Und das war eine ganz bizarre Situation. Es war zum einen natürlich diese Schäden sichtbar. Das Krankenhaus ist nur wenige hundert Meter von dieser Explosion entfernt und sind Wände eingestürzt, da eingerissen worden von der Druckwelle, von der Säuglingsstation. Und es gab quasi so eine nicht massive Verwüstung und teilweise auch Zerstörung dieses Krankenhauses. Und mit dieser Zerstörung dieser Bilder gab es so eine gespenstische Stille. Also es gab so gut überhaupt keine Aktivitäten. Es wurde überhaupt nicht wirklich aufgeräumt. Es geisterten so ein paar Krankenschwestern und Ärzte durch die Flure, die ja irgendwie versucht haben, weiterzumachen. Keine Zelte wurden aufgestellt im Innenhof. Und es war so eine fast gespenstische Atmosphäre, die Ruhe nach dem Sturm. Und das 8 Tage nach dem Unglück, und es gab eigentlich überhaupt keine Bemühungen um Wiederaufbau oder irgendeine Art von Koordinierung seitens des Staates oder der libanesischen Behörden. Das war ein ziemlich bizarrer Moment. Okay, vielen Dank. Eine weitere Partnerorganisation von euch ist ja das Migrant Community Center. Hast du das auch besucht? Jetzt in dieser Woche nicht, weil als wir vor Ort waren, weil aufgrund von Corona dieses Community Center oder diese verschiedenen Zentren geschlossen sind. Ich kenne sie halt von Reisen vorher. Also ich war im Februar diesen Jahr das letzte Mal auch in einem dieser Center. Und das sind ganz spannende Orte. Das ist unser Partner, das Anti-Racism Movement Lebanon, die sich sozusagen für Antirassismus im Libanon einsetzen und die halt in verschiedenen Orten im Land, vor allem aber in Beirut, solche Zentren eingerichtet haben, wo sich Migrantinnen zusammenfinden können, einen sicheren Ort haben, sich auszutauschen, legale Unterstützung und Beratung bekommen, Sprachkurse machen können, aber eben einfach auch Feste feiern können etc. Das ist sozusagen so ein Safe Space für Leute, die innerhalb dieses Kafala-Systems einfach im Libanon leben und von diesem strukturellen Rassismus und dieser strukturellen Ausbeutung einfach massiv betroffen sind seit vielen Jahren. Wie würdest du sagen, äußert sich dieser strukturelle Rassismus, die strukturelle Benachteiligung gerade jetzt in dem Monat nach der Explosion? Na, strukturell äußert sich dieser Rassismus darin, dass dieses Kafala-System ja so angelegt ist, dass Leute zwar legal ins Land kommen als Arbeitskraft, dann aber strukturell ausgegrenzt werden von allen Schutzrechten, von allen Arbeitsrechten, auch von internationalen Bestimmungen der ILO.
heißt, diese Leute sind sozusagen Eigentum ihrer Sponsors, wie es dann auf Englisch heißt. Also die Leute kommen nach Hause zu Familien und sind dann sozusagen Hausangestellte und müssen ihren Pass beim Sponsor abgeben, bei der Familie, die sie aufnimmt. Es wird überhaupt nicht überprüft, wie die Arbeitsbedingungen sind. Es wird überhaupt nicht überprüft, welcher Lohn gezahlt wird, ob der auch so gezahlt wird, wie es eigentlich die Vereinbarung vorsieht. Und es gibt häusliche Gewalt, es gibt eine ganz massiv hohe Selbstmordrate von diesen Frauen und Männern, die in diesem System halt arbeiten müssen im Libanon. Und diese Wirtschaftskrise, die jetzt schon seit vielen Monaten ganz massiv auch sichtbar ist und die sich jetzt durch diese Explosion nochmal verstärkt hat, führt halt dazu, dass diese Leute, die sich diese Hausangestellten und Arbeitskräfte halt einfach leisten, diese Menschen einfach auf die Straße werfen, weil sie halt einfach nicht mehr bezahlen können oder auch nicht mehr den Unterhalt leisten können oder ihnen das Essen zur Verfügung stellen können. Und das heißt, es führt dazu, dass Afrikanerinnen und Asiatinnen in Libanon auf der Straße sitzen, ohne Pass, ohne Geld und ohne Dach über dem Kopf. Und es gibt keine staatliche Systeme, keine staatliche Fürsorge, die sich ihrer annimmt, weil sie quasi aus dem Register gefallen sind. Ja, die Rolle des Staates, Ja, bitte. Zur Rolle des Staates wollte ich mal fragen, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es keinen Staat im Libanon. Auf jeden Fall nicht so, wie wir ihn kennen. Es ist vor allem ein abwesender Staat, es gibt eine fetteren Klientelwirtschaft, mannigfaltig, aber in der Krise und jetzt auch in der ganzen in Superkrise jetzt nach der Explosion gibt es eigentlich überhaupt gar keine staatlichen Strukturen, die dort irgendwie was machen, aufräumen, helfen, aufbauen und so weiter, wenn ich es richtig verstehe, oder das wäre jetzt meine Frage an dich, machen das die Leute selber, die Communities, auch die migrantischen Akteure da drin, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht kannst du nochmal dazu was sagen, was passiert denn jetzt da von unten in diesen Aufräumarbeiten sozusagen, die ja auch so staatliche Handeln eigentlich auch ersetzen, vielleicht könnte man auch sagen, überflüssig machen, ich weiß es nicht, wie schätzt du das ein? Ja, also dieser Begriff des abwesenden Staates ist so die gängige Formulierung zum Libanon. Ich glaube, man muss da auch weitergehen. Das ist ein System korrupter Eliten, quasi mafiöser Strukturen, die da an der Macht sind seit Ende des Bürgerkrieges. Hat ja dieses Land sozusagen nach Konzessionen so ein bisschen aufgeteilt, um den Krieg zu beenden. Also die Kriegsparteien sind zu Parteien geworden, politischen Parteien. Man hat als Idee eines Überganges quasi allen Konfessionen, allen Gruppen, allen Fraktionen ein Stück vom Kuchen abgegeben. Es gibt so einen religiösen Proport, der auch in der Verfassung niedergeschrieben ist, wer welche Ämterzurückleihen hat, wie das Parlament auch zusammengesetzt sein muss. Und diese Aufteilung des politischen Systems hat halt jetzt seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten dazu geführt, dass es halt so eine Art organisierten Klüngel an der Macht gibt. Also es gibt Verquickung zwischen Wirtschaft und Politik in Kombination mit dieser festgeschriebenen Aufteilung des Staates. Das heißt, der Staat ist zum einen abwesend, aber er ist natürlich auch höchst kriminell, was die Korruption und Selbstbereicherung angeht zwischen den Eliten. Und das führt halt dazu, dass nach so einer Explosion wie im Hafen am 4. August, also es gibt keine staatlich organisierte Antwort auf diese Katastrophe. Und siehst du da drin auch siehst du da drin auch irgendeine Chance sozusagen, dass die Leute es jetzt selber in die Hand nehmen, dass darin eine neue Struktur, ein neuer Zusammenhalt, irgendwas Neues passiert? Also gibt es da drin irgendwie Hoffnung oder ist es eigentlich nur eine Katastrophe, in der Katastrophe? Nein, also es gibt natürlich eine Chance darin. Und die Chance, das hat man jetzt auch im Nachgang dieser Katastrophe gesehen, vom August, diese Protestbewegung, die sich da vor einem Jahr mehr oder weniger spontan formiert hat, die hat schon dazu geführt, dass auch sozusagen in den Nachbarschaften, in den Stadtteilen selbst eine viel bessere Organisierung von unten einfach mittlerweile vorhanden ist. Also als wir vor Ort waren, eine Woche nach dem Unglück, waren quasi alle Straßen voll mit Leuten, mit kleinen Organisationen, die halt einfach aufgeräumt haben, die Essen gekocht haben. Also es gibt so eine soziale, gegenseitige Hilfe jenseits staatlicher Strukturen. Die Armee war präsent in den Straßen, aber quasi hat an den Ecken geguckt und stand drum rum. Und die eigentliche Arbeit ist sozusagen privat organisiert und von Initiativen, NGOs etc. gemacht worden. Also Libanon ist ja auch eine NGO-Republik, wenn man so will. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Organisationen, die seit Jahrzehnten in diesem Land arbeiten. Natürlich zum einen ein Problem, aber zum anderen jetzt auch natürlich auch eine Chance, weil es natürlich auch einen hohen Grad an Organisiertheit gibt, was die Zivilgesellschaft angeht. Also es
ist eine total verfahrene Situation, auch eine sehr gefährliche Situation. Wir haben die Proteste im Irak ja gesehen, wo viele hundert Menschen gestorben sind, sehr gewalttätig waren. Das ist bisher im Libanon nicht so dramatisch gewesen. Das kann immer auch sozusagen so ein Szenario von massiver Gewalt geben. Aber auf der anderen Seite, da dieses System so dermaßen versagt, gibt es natürlich auch die Chance auf einen politischen Neuanfang. Das will ich gar nicht wegreden. Der sehr verknüpft ist mit dieser Protestbewegung, beziehungsweise mit sehr vielen kleinen lokalen Initiativen und diesem Engagement. Okay, unsere letzte Frage. Was können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich machen? Also wie kann man eure Arbeit vielleicht unterstützen oder insgesamt? Also wie kann man mehr sein als jetzt nur passive Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt? Na, was kann man machen? Also man kann natürlich zum einen spenden, wenn man das unbedingt will. Darum geht es mir jetzt hier aber gar nicht. Was wir jetzt auch als Medico zum Beispiel erlebt haben, ist, wir haben ganz viele Anfragen gekriegt von Leuten in der libanesischen Diaspora zum Beispiel. Also was kann man tun? Wir fahren bald hin. Wo können wir helfen etc.? Haben wir Kontakt vor Ort? So. Also der Libanon ist schon eine sehr globale Gesellschaft, wenn man so will. Es ist, glaube ich, mehr Auslandslibanesinnen und Libanesen als Leute, die im Land selbst wohnen. Das heißt, es gibt schon so ein Netzwerk an Solidarität, was auch sehr global ist. Das eine. Das andere ist, ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, immer nur auf den Libanon allein zu gucken. Das ist ja auch schon angeklungen worden. Das hängt eng zusammen mit den Entwicklungen ab 2011, mit den Entwicklungen in Syrien, aber auch in der arabischen Welt insgesamt. Und der Libanon steht sozusagen für globale Missstände und eventuell zeichnen die sich gerade momentan ein bisschen drastischer ab als an anderen Orten im Land, auf der Welt, aber Prozesse der Ausbeutung, Prozesse von Entrechtlichung, wie sie auch syrische Flüchtlinge seit 2011 erfahren, sehen wir ja überall. Das heißt, man kann den Libanon schon sehen als Beispiel von ja einem globalen Kampf um Rechte und um und um vieles Engagement. In dem Sinne, glaube ich, kann man den Libanon unterstützen. Okay, Till, vielen, vielen Dank für deine Perspektiven und Insights. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. War wirklich interessant. Ja, nee, war super. Also, ja. Sehr gerne. Ich glaub, sehr gerne wieder. Ja, sehr gerne. Ja, dann danke. Dann machen wir jetzt hier mal mit der Miriam weiter. Danke für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau. Ja. Sag dir mal viele Grüße. Wir wollten uns eigentlich in Beirut treffen, hat aber nicht geklappt. Wir waren einfach alles bisher. Okay. Und wir schicken dir dann irgendwie den Link von unserem Manipod, ne, wenn er dann fertig ist. Okay, perfekt. Wunderbar. Alles klar. Danke nochmal. Coole Sache. Danke euch. Jo, mach's gut. Danke dir. Ciao. Ciao. Jo, ciao. Hi Miriam, wie geht's dir? Hallo. Ja, ganz gut soweit. Also, wie es uns hier halt so geht. Soweit, ganz okay. Und euch? Ja, auch ganz gut. Wir hatten gerade ein ganz spannendes Gespräch mit Till über die Arbeit von Medico und seinen Eindrücken. Wir sollen dich auch sehr herzlich grüßen. Und auch, ja. Genau, herzliche Grüße von ihm. Du bist die Büroleiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Beirut. Vielleicht kannst du kurz sagen, was eigentlich die Aufgabe der Stiftung dort ist und wie deine Arbeit dort aussieht. Genau, also wir haben das Büro in Beirut im Mai 2017 eröffnet. Das ist noch relativ neu. Es ist allerdings kein Länderbüro, sondern ein Regionalbüro. Das heißt, wir sind von Beirut aus verantwortlich für den Libanon, für Syrien, für Irak, als mittlerweile auch für Saudi-Arabien, den Jemen und Iran. Die meiste konkrete Arbeit machen wir allerdings im Libanon und im Irak. Unsere Aufgabe, also sind mehr oder weniger drei Themengebiete. Wir arbeiten einerseits zu struktureller Gewalt, Post-Konflikt Themen, insofern, dass wir natürlich gerade mit Libanon und Irak zwei Länder haben, die einerseits sich quasi in klassischen Post-Konflikt-Kontexten befinden und gleichzeitig aber eben auch ganz, ganz viele Konflikte, die quasi weitergetragen werden und immer wieder ausbrechen. Zweites Thema ist das Thema Migration. Da geht es vor allem in Libanon auch um die Frage von migrantischen Arbeiterinnen und Hausangestellten.
Da geht es einerseits um einfach auch quasi eine Sichtbarmachung derer Rechtlosigkeit und die Situation im Libanon, aber auch in der Region. Und gleichzeitig geht es da aber auch ganz stark um die Stärkung von Selbstorganisationen, die wir auch jetzt ja in den ersten Monaten ganz viel gesehen haben. Und der dritte Schwerpunkt ist eine Vernetzung linker Akteure, also gerade jetzt auch im Hinblick auf Libanon und Irak und auch ein bisschen weniger Syrien. Da haben wir natürlich starke linke oder links ausgerichtete soziale und politische Bewegungen, gerade eben in den letzten Monaten. Und da geht es uns immer wieder darum, auch diese Akteure zu vernetzen, quasi, dass eben auch sozusagen angesichts von auch ähnlichen politischen Umständen, bei allen Unterschieden, aber dennoch immer wieder Ähnlichkeiten, dass da quasi eine Vernetzung stattfinden kann. Für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht keine Ahnung vom Libanon haben, wie würdest du das Land in zwei Sätzen beschreiben? Politisch oder allgemein? Oder? Beides. Okay, also der Libanon ist ein recht kleines Land, grenzt an das Mittelmeer, an Syrien und an Israel. Der Libanon ist ein multikonfessionelles Land. Es gibt offiziell 18 Religionsgemeinschaften und danach ist auch das politische System ausgerichtet. Der Libanon hat in den letzten Jahrzehnten ganz, ganz viele Konflikte überstanden, teilweise bewaffnet, teilweise nicht bewaffnet. Es gilt aber auch gleichzeitig immer noch als eine der tatsächlich stabilsten und vor allem lebenswertesten Länder in der Region. Du hast gesagt, dass ja migrantische Arbeitskraft, Migration ein wichtiger Teilbereich von eurer Arbeit ist. Wir, also Massimo und ich, arbeiten ja für den Bereich Migration hier in Berlin. Deswegen ist es für uns natürlich besonders interessant. Wir haben uns zum Beispiel in einer Folge des Podcasts auch mit der Situation von migrantischen ArbeiterInnen gerade in Zeiten von Corona im Bereich der Spargelernte beschäftigt. Mhm. Wer sind denn die Akteure vor Ort in Beirut und wie hat sich deren Situation auch nochmal in Zeiten von Corona und jetzt auch mit der großen Krise im Libanon verändert? Ja, also die migrantischen Hausangestellten oder auch Arbeiterinnen, die, würde ich sagen, waren, also deren Situation ist katastrophal gewesen seit dem Ausbruch von Corona, seit der Wirtschaftskrise und jetzt vor allem auch wieder seit der Explosion. Das hat insofern, dass eben, also Libanon hat eine grausame Tradition, der quasi, dass man migrantische Arbeiterinnen, also sowohl im Haus als auch außerhalb des Hauses, klassisch wäre jetzt halt im Haus sind diese klassischen Frauen, Hausangestellte, die quasi mit ihrem Arbeitgeber zusammen leben und quasi alles, was im Haus anfällt, also von Kinderhüten bis Putzen etc., quasi mehr oder weniger 24 Stunden, 7 Tage die Woche quasi verrichten und dann eben auch unter dem sogenannten Kafala-System, das heißt, dass quasi der die Arbeitgeberin rechtlich bürgt für die Person, die sie anstellt. Das heißt, der Staat ist eigentlich nicht involviert. Das hat zur Folge, dass quasi die migrantische Arbeiterin überhaupt keine Rechte hat. Sie hat also nicht mal ihren Pass. Quasi das ist das System. Und das etwas Ähnliches gibt es dann eben quasi außerhalb des Hauses, also an so Orten wie Tankstellen oder Müllabfuhr etc. Da sind dann natürlich vor allem auch viele Männer, die da tätig sind. Und das ist dann eben also auch ein ganz ähnliches System. Das Problem ist jetzt natürlich, fing an mit der Wirtschaftskrise, also dadurch, dass natürlich quasi, das muss man ja immer in so einem globalen Rahmen betrachten, warum machen das diese Leute, dass die hier in Libanon kommen und quasi unter solchen Bedingungen arbeiten. Das machen sie natürlich, weil sie Geld nach Hause schicken wollen, um ihre Familien zu unterstützen. Und das Geld, das nach Hause geschickt wird, das müssen natürlich US-Dollar sein. Also man kann natürlich, das macht natürlich keinen Sinn, die lokale Währung, also libanesische Lira, nach Sri Lanka oder nach Äthiopien zu schicken. Mit dem Beginn der Wirtschaftskrise im Libanon war ja eine der, quasi eines der Folgen dieser Wirtschaftskrise war eine Knappheit an US-Dollar plus ein Verfall, also ein Verfall der lokalen libanesischen Währung um etwa 70%. Und das heißt, dass natürlich ganz, ganz viele libanesische Arbeitgeberinnen nicht mehr in der Lage sind, US-Dollar zu bezahlen. Das heißt, dann teilweise eben einfach in libanesischen Lira bezahlt haben, aber natürlich auch nicht von einer Rate, die vielleicht irgendwie für diese
Arbeiterinnen in irgendeiner Form quasi akzeptabel wäre. Das heißt, die meisten, die quasi vielleicht vorher einen Betrag von $200 bis $300 im Monat verdient haben, die verdienen dann jetzt vielleicht noch $30, $40 umgerechnet im Monat. Das heißt, sie können natürlich nichts nach Hause schicken. Das ist auch gemeint, in den Protesten gab es auch immer wieder die Forderung oder den Slogan, gibt uns unser Geld zurück. Das war ja so ein ganz prominente. Genau, das ist so. Also das ist natürlich eben einfach diese Dollaranlagen quasi, die in den Banken waren, die existieren natürlich einfach nicht mehr. Das heißt, man kommt da auch nicht dran. Also das gibt tatsächlich einfach keine US-Dollar mehr im Land, eben außer auf dem Schwarzmarkt für einen unglaublich hohen Wechselkurs. Und das hat eben dann dazu geführt, dass dann ganz, ganz viele auch migrantische Arbeiterinnen gesagt haben, sie wollen zurück in ihr Land. Das Problem ist aber, dass natürlich der Arbeitgeber das Ticket bezahlen muss, auch wieder in Dollar. Das heißt, da haben wir das gleiche Problem. Natürlich können die Arbeiterinnen das auch nicht bezahlen. Die Arbeitgeberinnen weigern sich. Was machen sie? Sie haben teilweise einfach die Arbeiterinnen vor den Botschaften ausgesetzt quasi, so nach dem Motto, naja, dann muss sich halt die Botschaft darum kümmern, dass die nach Hause kommen. Und dann kam auch noch Corona, das heißt, der Flughafen war zu, das heißt, es konnten auch gar keine Flüge rausgehen. Plus natürlich auch, dass es gibt natürlich auch viele, gerade von diesen Arbeiterinnen, die vielleicht eine Zeit im Inhouse gearbeitet haben, die dann nach vielen Jahren dann es irgendwie geschafft haben, so eine Art Freelance zu arbeiten. Das heißt, möglicherweise alleine leben und dann halt in verschiedenen Haushältern irgendwie zu putzen oder auf Kinder aufzupassen etc. Und die hatten dann natürlich auch in Zeiten von Corona kam es dann auch dazu, dass natürlich viele Familien nicht mehr akzeptiert haben, dass überhaupt jemand von außen in ihr Haus kommt. Das heißt, so diese klassischen Jobs, ich meine, das ist natürlich auch das, was wir ja global erlebt haben, diese klassischen Jobs, die man quasi nicht als Homeoffice machen kann, die haben ja natürlich extrem gelitten in dieser Zeit. Mhm. Und jetzt durch die Explosion, noch im dritten Fall natürlich, dass jetzt auch ganz gerade natürlich auch viele dieser Arbeiterinnen in den ärmeren Vierteln gelebt haben, unter anderem auch in Quarantäne. Das heißt, ganz viele haben jetzt natürlich auch ihre Wohnung verloren oder ihren Job teilweise, weil sie vielleicht in Restaurants gearbeitet haben oder in Hotels, die zerstört wurden. Also das ist natürlich einfach jetzt wirklich so ein Leid, was man überhaupt nicht, sind quasi wirklich die großen Leidtragenden in dieser ganzen Krise. Das Problem ist auch, dass sich natürlich, also es gibt natürlich ganz viele zivilgesellschaftliche Akteure, die sich für die einsetzen, die teilweise Geld sammeln, auch für die Flüge zurück, aber da werden natürlich Beträge auch gebraucht. Das ist natürlich eine riesen Sache. Also das ist ja nicht mit 10 Tickets oder so getan. Da geht es ja wirklich um Massen von Menschen. Und das andere, aber das sozusagen auch jetzt von weder diese Botschaften noch die libanesischen Institutionen, dass sich irgendjemand quasi für diese Menschen einsetzt. Also die sind wirklich ganz, ganz am unteren Ende von irgendeiner Art von Unterstützung von irgendeiner Seite. Und das heißt, sie sind komplett abhängig jetzt davon, dass irgendwelche zivilgesellschaftlichen Gruppen oder Grassroot-Organisationen oder auch einfach Individuen quasi jetzt irgendwie Geld sammeln und versuchen, diesen Menschen zu helfen, dass sie wenigstens zurück in ihr Land können, was ja noch lange nicht heißt, dass sie dann auch dort quasi irgendwie einen Job haben oder, also das ist ja auch noch so ein bisschen das Problem. Nochmal, um den Rahmen zu stecken, also inmitten eines Corona-bedingten mehrtägigen Lockdowns kam es dann am frühen Dienstagabend des 4. August am Beiruter Hafen zu einer massiven Explosion. Katastrophale Folgen, mindestens 170 Tote, tausende Verletzte und bis zu 300.000 Menschen wurden obdachlos. Wo warst du, als die Explosion passierte? Ja, ich war tatsächlich im Büro. Ich hatte eigentlich am 4. August, am 5. August sollte ich meinen Urlaub anfangen und ich war quasi den letzten Tag noch im Büro am 4. August. Und bin dann so um kurz vor 6 runtergegangen und habe auf dem Parkplatz noch einen Bekannten getroffen und dann haben wir uns unterhalten. Und während wir uns unterhielten, hat plötzlich die Erde so gebebt. Und das Erste, was ich gesagt habe und auch gehört habe, war ein Erdbeben, weil es wirklich so dieses klassische Gefühl ist, was man, wenn man so leichte Erdbeben, dass plötzlich die Erde eben bebt. Und das war wohl diese erste Explosion und dann kam ja diese zweite, sehr viel stärkere. Und da fing dann eben plötzlich an, dass
dass Glas auf uns geflogen ist und Steine, weil da ich quasi also unten am Gebäude stand, also auf dem Parkplatz des Gebäudes, das heißt jetzt nicht auf freier Straße. Und dort war dann auch so mein erster Gedanke irgendwie, es muss irgendwas im Gebäude passiert sein, also irgendeine Explosion im Gebäude. Und wir sind dann auf die andere Straßenseite gerannt und haben uns hinterm Auto versteckt. Und dann haben wir aber gesehen, dass irgendwie alle Leute schreiend rumrennen und haben gemerkt, okay, das kann nicht was im Gebäude gewesen sein, das muss irgendwas, dachte ich, immer noch in der Gegend sein. Also irgendwas ist quasi in irgendeinem der Gebäude quasi. Und dann haben wir nach oben geschaut und haben diese riesige rote Wolke gesehen. Und da war wirklich so mein allererster Gedanke, okay, da ist irgendwas ganz Krasses passiert. Also ich hatte, glaube ich, auch vor allem wegen der Farbe so ein bisschen an so Chemieunfälle oder so gedacht. Und war irgendwie erstmal so, oh Gott, da ist wirklich was ganz Krasses passiert. Ich muss sagen, danach dann vielleicht auch so eine typische Reaktion, dass es dann tatsächlich noch für mich, aber auch für andere Leute so ein bisschen ein paar Stunden gedauert hat, bis wir, glaube ich, wirklich verstanden haben, was passiert ist. Also ich bin dann erstmal wieder zurück ins Büro, um zu schauen, ob dort irgendwas kaputt gegangen ist. Wir hatten sehr viel Glück, also es sind nur zwei Scheiben quasi kaputt gegangen. Dann fingen wir natürlich auch an, weiß ich nicht, Telefon, WhatsApp, jeder hat gefragt, ob es einem gut geht, ob es den anderen gut geht, etc. Und dann so im Laufe der nächsten Stunden war dann, glaube ich, so langsam klar, okay, da ist wirklich eine Riesenexplosion passiert, ohne dass wir noch irgendwas, und am Hafen eben, das war ja auch lange nicht, also sozusagen in der ersten halben Stunde nicht klar, was da eigentlich los war. Und dann so langsam halt auch, dass natürlich ganz viele Verletzte und Tote und diese ganze Gegend zerstört ist. Ja, das war sozusagen so, also diese Nacht, die war tatsächlich dann natürlich, also ich bin dann noch mal irgendwann sehr, sehr spät auch nochmal rausgegangen und die ganzen Straßen waren alle voller Glas und das ist ja eben eine Gegend, die ist etwa 3 Kilometer vom Hafen entfernt, also das weiß ich ja nicht irgendwie, dass da wahnsinnig viel Zerstörung war, aber die ganzen Straßen waren voller Glas und die Leute sind alle so ganz verschreckt rumgelaufen, also das war so eine ganz surreale Stimmung natürlich dann in dieser Nacht. Vielleicht kannst du uns nochmal abholen, was ist da eigentlich explodiert? Also was sind da die Hintergründe? Ja, genau. Also die Hintergründe sind, das ist eben diese riesige Menge, also 2750 Tonnen Ammoniumnitrat. Jetzt, ich habe natürlich auch nie vorher irgendwas von Ammoniumnitrat gehört. Ging mir auch so. Das ist jetzt, genau, am Anfang konnte man sich auch den Namen nicht so richtig merken und irgendwann jetzt ist es so völlig übergegangen. Und jetzt natürlich ist mir auch irgendwie klar, oder habe ich auch gelesen, dass es natürlich schon mehrere, auch größere Unfälle tatsächlich gab mit Ammoniumnitrat. Also das ist jetzt nicht der erste, unter anderem auch in Deutschland, ich glaube in den 20er Jahren. Das heißt, es ist ganz klar, dass das eben höchst explosiv ist. Das wird aber tatsächlich benutzt und auch weiterhin verkauft als Düngemittel. Das heißt sozusagen, also Leute, die irgendwie sich, weiß ich nicht, botanisch tätig sind, die kennen das auch. Also das ist mir dann auch im Nachhinein klar geworden, dass diese Menschen alle wissen, was das ist. Warum das dort gelagert ist, ich meine, da kommen wir jetzt, ich kann natürlich all das sagen, was sie bisher wissen, und dann kommen wir natürlich aber auch in die Frage rein, was jetzt auch spekuliert wird oder was jetzt auch teilweise schon recherchiert wurde, unter anderem ja auch in Deutschland von der Welt und Spiegel Online, die da so verschiedene investigative Artikel veröffentlicht haben. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass dieses Ammoniumnitrat auf einem Schiff unterwegs war von Georgien nach Mosambik und dann aus Gründen, ich glaube, weil dieses Schiff eben nicht seetüchtig war, in Beirut blieb das quasi hängen. Und dann wurde es für mehrere Monate, weil irgendwie der verantwortliche Kapitän das Schiff verlassen hat und dann auch niemand mehr quasi für die Weiterfahrt zahlen wollte. Das heißt, diese Crew dieses Schiffes ist dann wohl auch über Monate dann noch am Beiruter Hafen gewesen. Das Schiff selber gibt es auch gar nicht mehr, das ist glaube ich irgendwie verrottet da im Hafen. Und sie haben dann 2013 war das, haben sie dann dieses Ammoniumnitrat zwischengelagert in so einem Hänger in dem Hafen. Das ist sozusagen die Geschichte, die wir bisher wissen. Jetzt die Fragen sind natürlich unzählige. Also natürlich, was? Genau, ich würde. Warum ist das so lange? Ja, Entschuldigung. Nee, genau, da würde ich nämlich fragen, da einhaken ganz kurz.
Ammoniumnitrat, also ne, dieses Düngemittel, man kennt es ja irgendwie schon auch so populärkulturell, das ist immer eigentlich das Zeug, was man braucht, also wenn man so selber eine Bombe basteln will. Also alles, was jetzt nicht Rüstungsindustrie ist und die ordentlichen Waffen, dann kommt immer dieses Düngemittel, das kennt man aus Filmen und das kennt man von diesen dreckigen Bomben, das kennt man von Terroranschlägen. Und deswegen gab es da ja auch sehr schnell eine Assoziation, also oder vielleicht auch eine Symbolhaftigkeit vielleicht eher als jetzt eine konkrete, also jetzt zu diesem Ammoniumnitrat im Hafen, aber doch so eine Assoziation, okay, damit werden eben auch Terroranschläge geplant. Und dann gab es doch auch eine Diskussion irgendwie dann sozusagen assoziiert mit Terror und auch dann da drin die Rolle der Hisbollah. Also vielleicht kannst du nochmal zu dieser ganzen Symbolhaftigkeit auch von diesem Zeug und wie dann danach das eigentlich diskutiert wurde, auch im Libanon nochmal was dazu sagen. Genau, also ich meine, du hast das natürlich jetzt schon angesprochen, die Frage also natürlich einerseits, dass eben Ammoniumnitrat nicht nur ein Düngemittel ist, sondern halt auch eben ein bisschen mit dem Bomben gebaut werden können, eben dadurch, dass es ja so hochexplosiv ist. Und da kommen wir jetzt eben, denke ich, auch wieder da rein, die Frage der Hisbollah, die Frage, wer kontrolliert den Hafen, also da kommen wir quasi in diese Fragen mit rein. Und dann eben, denke ich, halt dieses, was eben von der Welt und dem Spiegel veröffentlicht wurde, dass eben die Hisbollah schon seit Jahren mit Ammoniumnitrat handelt. Ich glaube, das Problem daran ist, dass ich einerseits natürlich sofort bejahen würde, dass die Hisbollah den Hafen kontrolliert, ähnlich wie den Flughafen im Libanon. Das heißt, jegliche also was Hassan Nasrallah an seiner Rede behauptet hat, dass quasi die Hisbollah nichts gewusst hätte von diesem Ammoniumnitrat, das glaube ich ist auf jeden Fall falsch. Ich bin mir ganz sicher, dass sie davon gewusst haben. Und ich würde auch gar nicht quasi aus der Möglichkeit lassen, dass sie sogar tatsächlich auch was damit zu tun haben. Ich glaube, das Problem im Moment ist, dass wir ein bisschen vorzeitige Schlüsse ziehen. Also sozusagen nur, weil die Hisbollah mit Ammoniumnitrat gehandelt hat, heißt nicht, dass sie deswegen 2750 Tonnen am Hafen lagern. Also sozusagen, ich finde, der Schluss quasi, der daraus gezogen wird, der ist ein bisschen voreilig, meiner Ansicht nach. Ich glaube, dass das tatsächlich auch andere Akteure sein können, die davon profitiert haben. Was da jetzt genau dahinter steckt, ob das jetzt tatsächlich ein Beispiel ist von vor allem Korruption, dass jemand aus irgendwelchen Gründen ganz viel Geld dafür gezahlt hat, dass das dort gelagert wird und da die Leute quasi davon profitiert haben, oder ist da tatsächlich auch ein politischer Hintergrund dahinter, was sich bei der Hisbollah natürlich irgendwie naheliegt. Das ist wiederum, finde ich, eine sehr wichtige Frage und ich bezweifle aber, dass wir je da eine Antwort drauf finden. Also ich glaube tatsächlich, dass da ganz, ganz viel jetzt vertuscht wird. Es ist ja auch, ich meine, jetzt ist es ein Monat her, es gab bisher keine Investigation, es werden immer wieder Menschen verhaftet, aber sozusagen, es geht überhaupt nicht da rein, welche Politikerinnen im Libanon davon gewusst haben, wer darin möglicherweise involviert war. Das wird überhaupt nicht nachgefragt, eine internationale Investigation wird abgelehnt. Ich glaube, da haben wir jetzt mit so einem klassischen Fall zu tun, wie Politik im Libanon einfach sehr häufig läuft, dass wir tatsächlich wahrscheinlich nie wissen werden, was da genau passiert ist. Die Spekulationen sind ganz, ganz viele und da werden wir, denke ich, auch noch mehrere Versionen wahrscheinlich hören. Und wie gesagt, ich will nicht behaupten, dass die Hisbollah da nicht vielleicht involviert war in irgendeiner Weise, aber ich habe das Gefühl, dass ich wäre sehr vorsichtig damit, quasi vorzeitig Schlüsse zu ziehen. Aber was sagst du dazu? Vielleicht ist es ja auch gar nicht so wichtig, genau zu sagen, jetzt mit dieser Menge, wer hat die kontrolliert, wer wollte was damit anfangen, sondern dass es ja auch als Symbol eben gilt für eine bestimmte Art des Terrors und unabhängig davon, ob es jetzt wirklich das aufgeklärt wird, welche Politiker, du hast ja auch schon hier Hassan Nasrallah genannt, ob die jetzt damit zu tun haben oder nicht, wird das doch auch in der Bevölkerung, so habe ich es offenbar jetzt aus der Presse genommen, doch schon auch so wahrgenommen oder von der Protestbewegung zu sagen, uns reicht diese ganze Art von Politik, also steht eben für was, es steht auch für so einen dreckigen Terror. Ja. Kannst du was dann genau, dazu sagen? Es steht tatsächlich, ich meine, das ist genau das. Also ich würde sagen, so dieses, wenn man das jetzt so schnell auf die Hisbollah abwälzt, ohne dass man dafür jetzt quasi stichhaltige Beweise hat, dann finde ich, ignoriert man auch so ein bisschen, dass eben, wie du gesagt hast, dass diese Explosion steht dafür und zwar in ganz, ganz grausamem Maße eben die Politik im Libanon abläuft und zwar von allen Akteuren. Da finde ich, ist es immer sehr, sehr schwierig, wenn man da nur auf die Hisbollah schaut, weil das ist ein ganz typisches Beispiel dafür, dass eben
Libanon tatsächlich ein Land ist, in dem staatliche Gewalt plus die Gewalt quasi von den Akteuren, die mit diesem Staat in Verbindung stehen, also die politischen Parteien etc., allgegenwärtig ist. Und das ist, finde ich, was wir häufig ignorieren. Also es ist immer so, wir haben ganz klar im Blick, was irgendwie in Syrien passiert. Wir haben ganz klar im Blick, dass irgendwie in Irak da diese mit dem Staat verbundenen Milizen ganz viel Gewalt ausüben. Der Libanon gilt immer so als ein Land, in dem es noch einigermaßen Meinungsfreiheit gibt, in dem quasi es keine größeren Verletzungen von Menschenrechten gibt, etc. Und das ist, denke ich, ein großer Trugschluss. Und das ist, finde ich, glaube ich, das, was diese Explosion tatsächlich gezeigt hat. Und auch die Reaktion nach der Explosion. Also ich habe neulich nochmal mir die Social Media Accounts angeguckt von den verschiedenen Politikerinnen, auf was die so gepostet haben nach dem 4. oder tatsächlich am 4. August auch noch, am Tag der Explosion. Und da ist gar nichts. Also da hat auch niemand in irgendeiner Weise einfach sich vielleicht nur irgendwie mal betroffen geäußert, etc. Also das ist einfach so ein, und Hassan Nasrallah eben hat vom Unfall gesprochen. Ich meine, Unfall, also wirklich in Riesenkatastrophe. Das ganze Land ist quasi mehr oder weniger, also die Beirut als Zentrum auch dieses Landes ist in ganz vieler Hinsicht komplett zerstört. Ich meine damit jetzt nicht nur die Gebäude, die zerstört sind, sondern auch die wirtschaftlichen Folgen, die sozialen Folgen etc. Da ist ja kaum eine Reaktion gewesen. Also sozusagen die erste Reaktion vor einer Aufklärung ist ja auch erstmal, dass man als Politiker in irgendeiner Form reagiert auf das, was da passiert ist. Und da ist überhaupt nichts passiert. Und das zeigt halt so ein bisschen, dass Menschen da einfach nicht wert sind in Libanon. Eine kurze Zwischenfrage. Welche wirtschaftliche Stellung hatte denn der Hafen im Libanon? Naja, der Hafen im Libanon hat eigentlich, also der ist auf jeden Fall eine der wichtigen, also als Hafen ist es auf jeden Fall der wichtigste Hafen im Libanon. Wir haben ja noch den Hafen in Tripoli auch. Beirut ist aber definitiv wichtiger. Er ist ein sehr, sehr natürlich ein wichtiger Handelsplatz für Importe. Der Libanon importiert ja quasi ganz, ganz viele seiner Waren und Güter, da ja kaum was im Land selber hergestellt wird. Und gerade natürlich vor allem jetzt in Zeiten von Corona etc. hat der Hafen dann auch nochmal an Bedeutung gewonnen, weil eben der Flughafen ja auch lange gesperrt war. Das heißt, der Hafen war gerade in den letzten Monaten ganz, ganz wichtig, dass einfach wichtige Güter, Lebensmittel, Medikamente etc. ins Land kommen. Ja, also ist ganz konkret auch nochmal ein wichtiger wirtschaftlicher Standpunkt irgendwie buchstäblich in die Luft gegangen, was ja wirklich nochmal in die Kerbe schlägt von einer generellen wirtschaftlichen, also ökonomischen Krise im Land. Und zu dieser allgemeinen Situation im Libanon würden wir jetzt gerne nochmal mit dir sprechen, und zwar bezüglich der Revolte, die dort auch stattfand in den letzten Monaten. Also im Oktober 2019 kam es im Libanon zu einer Protestbewegung. Alle meint alle war einer der vielen Slogans, die in sozialen Medien kursierten. Also so waren sie zumindest für mich sichtbar. Also sie stehen für eine absolute Ablehnung des politischen Systems und der politischen Elite vor Ort. Und du schreibst in einem Artikel, den ich gelesen habe, es war ein zentraler Satz der libanesischen Protestbewegung des 17. Oktober letzten Jahres, dass es ihre Bewegung sei, die den libanesischen Bürgerkrieg durch ihre konfessions- und klassenübergreifende Einheit, ihre radikale Ablehnung des alten Systems und ihre zahlenmäßige Stärke zu einem abschließenden Ende geführt hat. Könntest du das ein bisschen näher erläutern? Ja, genau. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen eben historisch zurückgehen in die Zeit des libanesischen Bürgerkriegs, der ja sehr lange gedauert hat. Ich meine, der Bürgerkrieg ging von 1975 bis 1990. Also insofern ist das jetzt nicht so ein übersichtlicher Bürgerkrieg gewesen, was nicht zwischen zwei oder drei Akteuren, sondern das ist natürlich ein ganz, ganz vielen, ganz vielen Akteuren, die daran beteiligt waren, ein Bürgerkrieg, der sich über verschiedene Phasen erstreckt hat, etc. Und eben auch nicht nur lokale Akteure, sondern natürlich auch ganz, ganz viele internationale Akteure, die da involviert waren. Der Bürgerkrieg wird häufig quasi auch jetzt im Nachhinein, aber auch vor allem auch immer als konfessioneller Bürgerkrieg betrachtet, weil eben der Libanon als multikonfessioneller Staat und auch als System, das politische System, das aufbaut auf dieser Verteilung
von Proporzen nach diesen konfessionellen Zugehörigkeiten. Ich würde sagen, das greift ein bisschen zu kurz, insofern, dass da schon auch einfach quasi ein Grundkonflikt dahinter steckt, quasi was eigentlich für einen Libanon sich verschiedene Gemeinschaften vorstellen. Und ich würde sagen, dieser Konflikt ist nicht aufgelöst worden nach Ende des Bürgerkriegs. Das Ende des Bürgerkriegs wurde tatsächlich einfach quasi, war einfach ein Agreement, eine Einigung zwischen den verschiedenen Milizenführern und den Akteuren von außen, die involviert waren, dass der Bürgerkrieg jetzt zu Ende ist. Es gab eine generelle Amnesie. Es wurde leicht das politische System verändert, aber wirklich, also das ist minimal. Also das gleiche System hat eigentlich weiter existiert. Und diejenigen, die vorher quasi Warlords waren und Krieg geführt haben, die haben dann politische Ämter übernommen. Und außenpolitisch wurde das quasi insofern abgefedert, würde ich sagen, dass eben Syrien weiterhin militärische Präsenz im Libanon hatte bis 2005. Und Saudi-Arabien ganz wichtige wirtschaftlichen Einfluss hatte, gerade durch die Person um Rafi Hariri, der dann eben 2005 ermordet wurde. Das heißt sozusagen, war quasi die Post-Bürgerkriegs-Konstellation, die im Libanon so festgesetzt wurde. Und dagegen gab es natürlich mehr oder weniger schon in den 90er Jahren und dann in den 2000ern. Und da gab es immer wieder natürlich Wellen von Protesten und da gab es immer wieder gerade einfach in Aktivistenzirkel, oppositionelle Bewegungen, die ganz viele verschiedene Themen auch angesprochen haben. Also zum Beispiel ein ganz klassisches Thema ist die Frage von den vielen Vermissten des Bürgerkriegs, was eben dadurch, dass es diese generelle Amnesie gab, natürlich auch niemand zur Rechenschaft gezogen wurde. Und es gibt einfach immer noch Tausende von Vermissten, von denen man nicht weiß, was mit ihnen passiert ist. Und da ist zum Beispiel eine ganz starke Bewegung, die natürlich immer wieder gerade das fordert, dass es da zur Aufklärung kommt, was natürlich dann auch dazu führen würde, dass derzeitige Politiker in Libanon möglicherweise auch zur Rechenschaft gezogen werden für Kriegsverbrechen etc. Ja, die neue Bewegung scheint uns hat doch eine neue Qualität, also gerade dieser Slogan alle meint alle oder alle müssen weg, hat ja eine Radikalität. Wir haben das jetzt eher auch erst in Berlin mitgekriegt, die Proteste, dass dann sehr stark es überkonfessionell war, sehr stark feministisch geprägt auch war, es immer wieder auch so queere Elemente in diesen Protesten gab. Es wurde zum Beispiel von der Band Mashru Leila, die ja sehr bekannt ist, immer wieder diese Songzeile hochgehalten, die übersetzt heißt, brennt die Stadt nieder und baut eine würdevolle neue Stadt wieder auf. Das war ja irgendwie so auch ein sehr starker Slogan. Nun kann man ja sagen, die Stadt ist niedergebrannt. Viele Leute sind da am Aufräumen, am Aufbauen. Wie würdest du das jetzt sehen? Also wie verbindet sich eigentlich vielleicht auch die Hoffnung auf einen Aufbruch jetzt mit dieser absoluten Katastrophe, wo es ja auf der anderen Seite eben auch so aussieht, dass jetzt wirklich alle nur noch raus wollen aus diesem Land, weil es jetzt völlig, also die Katastrophe nach der Katastrophe, jetzt geht gar nichts mehr. Also wie siehst du das? Wie würdest du das bewerten? Ja, also ich würde sagen, die Sache ist also sozusagen dieser scheinbare Widerspruch zwischen einerseits so einer unglaublichen Aufbruchsstimmung und auch Hoffnung, die ja doch in dieser Protestbewegung sich zeigt und die eben auch, wie du angesprochen hast, ganz viele verschiedene Themen anspricht. Also ich glaube, was ich auch damit sagen will, was quasi in dieser Protestbewegung, was an dieser Protestbewegung wichtig ist und was ich finde, was immer wieder herausgehoben wird, ist, dass dahinter eigentlich so eine Frage steht, in was für einem Land wollen wir eigentlich leben, was für eine Gemeinschaft wollen wir haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo sich das Ende des Bürgerkriegs manifestiert. Man akzeptiert nichts mehr, was das Alte repräsentiert, sondern will wirklich was radikal Neues. Jetzt, was das radikal Neue heißt, das ist natürlich politisch jetzt dass man jetzt eine politische Programmatik hätte oder so, das ist es nicht. Es ist tatsächlich mehr eine sehr klare Ablehnung von dem, was war. Und das ist vielleicht die Sache, dass einfach bestimmte Fragen auf den Tisch gestellt werden. Also dass Menschen darüber nachdenken und dass man quasi auch sich vernetzt zunehmend zu diesen Fragen. Genau, das heißt sozusagen dieser Widerspruch, dass einerseits da im Oktober so eine wirklich landesweit konfessionsübergreifende Bewegung stattgefunden hat, die Leute Massen auf den Straßen waren, das hat natürlich eine unglaubliche Hoffnung gegeben, gerade unter jungen Menschen. Das ging allerdings dann einher natürlich mit dem kompletten Zusammenbruch auch gerade des Wirtschaftssystems im Libanon.
und gleichzeitig aber eben auch, wenn wir wieder von Gewalt sprechen, dass dann auch eben die libanesische Regierung oder der libanesische Staat auf die Proteste ja auch mit extremer Gewalt, und zwar nicht nur quasi physische Gewalt, dass da die Sicherheitskräfte auf die Protestierenden losgegangen sind, sondern eben auch meiner Ansicht nach auch die Gewalt, dass sie einfach überhaupt nicht zugehört haben oder überhaupt keine Zugeständnisse machen. Also dass quasi da seit Monaten Menschen auf der Straße sind und das, was bewegt wurde, ganz, ganz wenig ist. Also es ist immer wie so, als würden diese Politiker unter so einer Panzerdecke sein und da kommt man einfach nicht hin. Und das hat quasi schon im Vorhinein, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen extrem desillusioniert. Also so ein bisschen die Frage, naja, wie viel muss man denn noch machen, dass sich endlich wenigstens irgendwas verändert oder irgendwas in die richtige Richtung geht. Und dann kam natürlich auch noch Corona und dann noch eine Verschärfung der Wirtschaftskrise. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ganz, ganz viele, vor allem junge Menschen, auch ihren Job verloren haben oder eben ganz, ganz wenig nur noch verdienen, auch durch den Verlust der Währung. Und da kommen dann natürlich auch Existenzängste ins Spiel. Das heißt, wenn die Menschen nicht mehr genug haben, um zu leben, dadurch, dass die Lebensmittel und alles ja auch wahnsinnig teuer geworden ist, dann überlegen sie natürlich, okay, wie kann ich jetzt wenigstens meine eigene Haut retten. Jetzt die Explosion vom 4. August, würde ich sagen, hat das tatsächlich nochmal gesteigert. Also einerseits denke ich, das Positive darin, auch wenn das natürlich schwer ist zu sagen, ist, glaube ich, dass vielleicht auch viele Menschen, die weiterhin dieses System teilweise auch unterstützt haben, wie es ja auch gibt, also glaube ich, schwer zu sagen. Es gibt natürlich auch im Libanon wirklich viele Menschen, die ihre Politiker unterstützen und da voll dahinter stehen. Und dass, glaube ich, da wirklich viele sind, die tatsächlich jetzt ihre Meinung geändert haben und gesagt haben, okay, das war jetzt irgendwie einmal zu viel. Also dass da wirklich Menschenleben auf dem Spiel stand, dass jeder von uns natürlich auch einfach dort hätte sein können. Und diese Vorstellung, dass das einfach nur Zufall war, dass man halt vielleicht zu diesem Moment gerade woanders war, das hat schon nochmal zu einem Umdenken bei den Menschen geführt. Gleichzeitig hat das aber natürlich auch gezeigt, okay, wenn es quasi wirklich so weit geht, dass da über Jahre ein hochexplosives Material gelagert ist, wie wir ja bereits wissen, die meisten Politiker über verschiedene Legislaturperioden davon gewusst haben, dann ist die Frage so, naja gut, wie viel ist es dann überhaupt noch wert, auch für Veränderungen in diesem Land kämpfen? Also was ist der Preis, den man dafür bezahlen muss? Ich glaube, das ist so die Frage, die sich ganz viele Menschen jetzt stellen. Und wenn der Preis eben möglicherweise ist, dass dann ist, wer weiß, was da noch so lagert, wer weiß, was noch passiert. Es hat eben so ein bisschen, wie du vorher gesagt hast, gezeigt, wozu dieses System in der Lage ist. Und da stellen sich wirklich viele die Frage, was sie da noch machen wollen. Und dann ist natürlich die Auswanderung auf jeden Fall eine sehr bevorzugte Option. Okay. Wir würden mit dir gerne noch über ein anderes Phänomen, was wir gerade beobachten können, sprechen. Und zwar nach der Explosion inszenieren sich zahlreiche so Staatsmänner meistens als Helfer. Also man sah viele Solidaritätsbekundungen von beispielsweise Macron in den sozialen Medien, Fotos von ihm unter anderem mit hochgekrempelten Ärmeln vor Ort. Also die Frage, die wir uns stellen, egal ob Frankreich, Iran oder Türkei, warum ist der Libanon schlagartig so beliebt? Ja, also ich glaube, das muss man von verschiedenen quasi Seiten betrachten. Also das eine ist, denke ich, dass wir ein Stück weit, würde ich sagen, kann man das tatsächlich auch wirtschaftspolitisch betrachten. Also ich habe schon angesprochen, diese symbolische Bedeutung quasi, dass da der Hafen ausgerechnet in die Luft gegangen ist und komplett zerstört worden ist. Wir haben natürlich im Moment auch im Mittelmeer einen Konflikt um Rohstoffe, gerade zwischen Griechenland und der Türkei. Und da ist ja natürlich auch Macron hat sich da ja auch sehr eingemischt in diesen Konflikt. Und da ist der Libanon natürlich involviert. Und da kommt das jetzt natürlich gelegen, dass quasi auch sozusagen vor dem Hintergrund dieser Explosion wird das jetzt natürlich auch genutzt, um Einflüsse wieder neu zu regeln. Und das, würde ich sagen, kann man sehr klar sehen, dass da jetzt also am Hafen plötzlich auch sich ganz, ganz viele fremde Armeen schon befinden und dass eben Macron jetzt schon zweimal im Libanon war und jetzt auch noch angekündigt hat, er kommt jetzt im Dezember nochmal. Er hat auch vorgeschlagen jetzt, dass Libanon wieder von Frankreich regiert werden sollte und da Reformen, damit das dann mal nach vorne geht. Also das wird ja hier
Medien wirklich auch so gespiegelt als eine vernünftige, sozusagen demokratische Option vor dem Hintergrund der Korruption, des Chaos dort. Eigentlich ist es genau, aber ja eine totale koloniale Geste. Ja, natürlich. Also ich denke, also so sehr ich quasi die sudanesisch-britische Elite verachte, so sehr denke ich, ist das natürlich einfach absolut nicht Macrons Rolle, da zu kommen und so ein bisschen zu sagen, na, ihr müsst jetzt mal eure Hausaufgaben machen und wenn ihr die nicht macht, dann gibt es kein Geld etc. Aber ich sehe da, also einmal, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus wirtschaftspolitischen Interessen, auch natürlich eine Frage von Wiederaufbau etc. Und eben dann diese Rohstoffvorkommen im Mittelmeer, wo ja auch Libanon hat ja auch Gasvorkommen vor seiner Küste. Das ist das eine. Und dann das zweite ist, denke ich, wirklich eine geopolitische Frage. Also auch die Frage, die Stellung zum Iran, die Hezbollah. Das ist natürlich jetzt eine Gelegenheit, sich quasi einzumischen und auch Dinge wieder neu zu ordnen. Und das sieht man jetzt, finde ich, ganz extrem. Also dass wirklich da jeder versucht, möglichst viel rauszuschlagen. Und gleichzeitig eben, das finde ich, also unabhängig davon, dass das, wie du gesagt hast, so eine koloniale Geste ist, das heißt zu sagen, das führt quasi nur vom Regen in die Traufe, ist es eben auch so, dass natürlich diese Vorschläge von Macron, also irgendwie das führt natürlich zu nichts als eine, oder auch von anderen Politikern, ich will ihn jetzt gar nicht unbedingt so als das schlimmste Beispiel hervorheben, aber so, das ist ja quasi das entspricht ja nicht den Forderungen der Protestbewegung. Also da geht es eigentlich tatsächlich darum, dieselbe Elite weiterhin zu konsolidieren, mit vielleicht ein paar Auflagen zur Reform. Und das ist was, das sehen wir schon seit Jahren. Also wir haben immer wieder auch diese Febre-Konferenz 2018, wo dann irgendwie Geld versprochen wird im Zuge von gegen Reformen. Dann wird da irgendwie hier und da mal ein bisschen reformiert. Das funktioniert einfach nicht mehr im Libanon. Also dieses System hat einfach gezeigt, dass das einfach wirklich nicht so funktioniert. Ja, vielen Dank. Wir sind schon ein bisschen am Ende unserer Zeit angekommen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Vielleicht noch als letzte ganz, ganz kurze Frage. Was wäre denn für dich jetzt innerhalb der nächsten Monate oder sogar vielleicht Jahre das Best-Case-Szenario für den Libanon? Naja, ich denke immer, also ich, das quasi sozusagen, das, was ich auch immer wieder geschrieben habe, quasi, dass ich doch sagen würde, die einzige Hoffnung, die im Libanon im Moment da ist, ist tatsächlich doch diese Protestbewegung. Und damit aber halt muss man dann trotz allem sehen, genau, diese Protestbewegung ist natürlich eben insofern schwach, als dass sie kein politisches Programm hat, keine politische Vision hat, wirklich, wie quasi tatsächlich sozusagen, wie man auch wirklich die politische Bühne oder Arena betritt im Libanon. Und das ist eben einerseits natürlich von außen nicht gewollt und andererseits ist es aber auch so eine Art innerer Widerspruch dieser Bewegung, dass quasi das da nicht irgendwie eine starke oppositionelle politische Bewegung tatsächlich rauskommt. Ich glaube, es wäre tatsächlich an der Zeit, dass da quasi einfach auch Menschen oder Gruppen und Bewegungen das tatsächlich versuchen, auch wirklich politisch tätig zu werden. Und tatsächlich einfach versuchen, einfach zu überlegen auch, also was ist in der momentanen Lage, in der wir uns befinden, was zum Beispiel wirtschaftspolitisch noch überhaupt möglich, wo kann man sich da vielleicht auch an anderen Ländern orientieren, die ähnliche Probleme hatten. Was ist außenpolitisch möglich mit der ganzen Dramatik mit Iran und der Hezbollah und den Waffen? Was ist da überhaupt möglich? Was für einen Standpunkt kann man da überhaupt einnehmen? Was müsste man innenpolitisch fordern? Also ich denke, ganz wichtig ist Fragen von Neuwahlen, aber eben auch ein neues Wahlgesetz. Also nicht einfach nur Neuwahlen, sondern ein neues Wahlgesetz. Also ich glaube einfach, dass da verschiedene Fragen sind, die meiner Ansicht nach gestellt werden müssen. Und da denke ich, das ist quasi die einzige Hoffnung, die ich sehe. Also dass wirklich jemand den Mut hat zu sagen, ich stehe da jetzt mal auf und versuche mal, tatsächlich politisch zu agieren, weil dieses auf der Straße und Streiks und Sit-ins etc., das hat eine riesen Wirkung auf eine Art, quasi was die Wahrnehmung angeht, aber eben doch wenig Wirkung, denke ich, politisch. Das haben die letzten Monate gezeigt. Deswegen glaube ich, es muss eigentlich einen Schritt weiter gehen. Okay, das wäre so meine Wunschvorstellung. Wie realistisch die ist, kann ich nicht sagen. Okay. Noch eine letzte Frage von meiner Seite. Wenn man jetzt eure Website besucht, springt einem sofort ein Begriff an, den man vielleicht jetzt gar nicht so geläufig kennt, der positive Frieden.
Kannst du vielleicht nochmal wirklich kurz sagen, was ihr damit verbindet und vielleicht auch, wie sich dieser Begriff jetzt auch in die aktuelle Situation im Libanon eigentlich dazu verhält? Genau, der Begriff positiver Frieden, das kommt von Johann Galtung. Das ist ein Politikwissenschaftler, der vor allem eben zu Konflikt und Frieden geforscht oder forscht weiterhin. Positiver Frieden meint quasi, dass es gibt positiven und negativen Frieden. Negativer Frieden wäre genau das, was im Libanon, was ich vorhin beschrieben habe, in der Nachkriegsära des Libanons. Das heißt, man hat keine gewaltvollen Konflikte mehr mit Waffen etc. Man hat aber weiterhin ganz, ganz viel strukturelle Gewalt, also Ungleichheit, Verletzung von Menschenrechten etc. Positiver Frieden wäre genau quasi die Abwesenheit von dieser strukturellen Gewalt. Ich denke, wenn man jetzt dahin schaut, was die Protestbewegung fordert, quasi eher großen Slogans auch, die da immer wieder hochgehalten werden, dann würde ich sagen, es geht tatsächlich um die Errichtung eines positiven Friedens und eben quasi die Beendung dieses negativen Friedens, der seit Jahrzehnten im Libanon herrscht und von dem die Explosion halt quasi sozusagen auch ein Ausdruck war. So würde ich das vielleicht beschreiben. Okay, vielen Dank. Cool, vielen, vielen Dank. Wir wären am Ende angelangt. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall auch, eure Website zu besuchen von der RLS Beirut, genauso wie von Medico International. Da habt ihr auch ganz viele Artikel gesammelt und wenn man da auf dem Laufenden bleiben will, sind das, glaube ich, ganz gute auch Referenzpunkte, ne, zum Nachschauen. Auf dem Laufenden bleiben. Okay. Genau, und dann an der Stelle möchte ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch was empfehlen, und zwar eine Folge, die ihr auf dem YouTube-Kanal der Rosa-Luxemburg-Stiftung anschauen könnt, von Global Crisis, Global Solidarity, und zwar die 8. Folge mit dir, Miriam. In der Vorbereitung haben wir uns das Interview angeschaut und hier nochmal an der Stelle eine wärmstens empfohlen auf jeden Fall. Sehr cool. Okay, alles klar. Bis dann. Ja, ciao. Okay, das war's mit unserer heutigen